Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Wolfenstein. Wir haben mittlerweile in der letzten Folge das Betonstück gefunden, haben Max noch glücklich gemacht, denke ich. Er schläft ja gerade, er hat nichts mitgekriegt. Und jetzt wollen wir Anja mal das Betonstück geben. Danke, William. Gib mir etwas Zeit, ihn zu untersuchen. Ich denke, ich bin da an etwas dran. Haben Sie im Archiv gefunden, wonach Sie gesucht haben? Ja. Hab etwas. Superbeton. Der wichtigste Baustoff des Regimes. Er basiert auf Dati-Schuh-Technologie, ist nahezu perfekt. Doch nach einiger Zeit wird er anfällig für Schimmel. Jemand hat die Zusammensetzung manipuliert. Jemand, der sein Geheimnis kennt. Ich habe das Zeug analysiert. Diese Art von Kalkstein gibt es nur im Norden von Kroatien. Nun, sehen Sie hier. Der Name Seth Roth. Er taucht dreimal in den Dokumenten über die Dati-Schuh auf. Laut offiziellem Register wurde er vor etwa 20 Jahren festgenommen und anschließend in das Lager Selo gebracht, in Nordkroatien. Und da wird es interessant. In diesem Lager wird Kalkstein abgebaut. Er dient zur Herstellung von Superbeton. Ich bin sicher, dort werden wir Seth Roth finden. Ein lebendes Mitglied der Dati-Schuh. Das Problem ist, die Sache ist sehr unsicher. Er ist ein alter Mann, vielleicht ist er schon tot. Wir können so eine große Einrichtung nicht einfach stürmen und hoffen, ihn auszumachen, bevor die mit einer ganzen Armee anrücken. Also, was ist der Plan? Jemand muss reingehen und ihn finden. Undercover. Freiwillige vor. Sind Sie bereit dafür, Blazkowicz? Ich war so arrogant und dumm. Niemand ist jemals für so etwas bereit. Raus, raus! Bewegung! Schaubande! Schneller! Schneller! Bitte! Bitte, bitte, Frau! Sie liegt im Sterben! Was ist das? Mit dem hier? Zu massiv. Der frisst uns die Haare vom Kopf. Nee, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Der kann sicher schwer arbeiten. Bitte, Frau Engel. Na gut. Wolfgang, der hier. Jawohl, Lagerkommandantin. Durch die Tür, Zorsack! Zorsack? Ey, das ist mein Spruch. Du Arsch. Die, ja. Wett? Ach nee. Freiwillig ins Lager, ja? Menschen werden hier wie Vieh behandelt. Nur ruhig bleiben. Vergiss nicht die Mission. Finde Seth Roth. Bis wir zählen. Einatmen. Okay, die Nummer war jetzt achtstellig. Aber, sieht so ein bisschen nach KZ aus, oder? Ihr Penner. Sei leise. Mhm. Oh, gebeutelte Menschen. Ey. Penner. Der erste Tag ist hart, mein Freund. Lerne zu akzeptieren. Es wird nicht einfacher. Solange her? Nun, ich weiß nicht genau wie lang. Wochen, Monate vielleicht. Wenige überleben lang. Ich bin auch im Kern gekämpft, habe sie eine Weile aufgehalten. Irgendwann waren sie zu stark. Nun versuche ich am Leben zu bleiben, Tag für Tag. Ich suche einen Mann namens Seth Roth. Hab von ihm gehört. Soll hier länger als alle überlebt haben. Ist im Block 4. Wenn du dahin willst, brauchst du die richtige Kleidung. Ruhe, verdammt! Such nach einem Gefangenen. Da drüben rechts. Er hat eine Block 4-Uniform an, heißt Milo. Hab
gehört, seine Frau ist bei uns im Block. Vielleicht will er ja mit dir die Uniform tauschen. Aber du musst zuerst die Wachen ablenken. Danke. Okay, Wachen ablenken. Und wie machen wir das? Was machen wir jetzt überhaupt? Aha. Du musst irgendwie die Wachen ablenken. Sie beobachten dich. Okay, das war falsch. Auch falsch. Zuerst das. Und das. Okay, so funktioniert's richtig, aber... Ah. Hä? Okay, hier ist nichts. Okay. Ah, okay. Ja, jetzt. Okay, so. Sehr schön. Hat ja nur eine gefühlte halbe Stunde gedauert. So, und jetzt. Mit mir tauschst, kannst du es selbst rausfinden. Okay. Schnell. Nun, wie sieht es aus? Können wir ihn wieder anfahren? Die Lager sind geschmolzen. Wir brauchen hier unten ein paar Mechaniker. Die kommen erst morgen wieder. Dann machen wir Schluss für heute, oder? Ja. Komm, wir gehen was saufen. Ja, warum nicht? Aufgepasst, Gefangene! Die Fabrik ist für heute geschlossen! Kehrt sofort in eure Quartiere zurück! Insassen von Block 4 durch das rote, Insassen von Block 6 durch das blaue Tor! Ich hoffe, du findest, wonach du suchst, mein Freund. Mein Name ist Bombate. William J. Blaskowitsch, sei vorsichtig da draußen. Vorsichtig? Tja. Also, entweder sind die... gehört. Es gibt unzählige davon im ganzen Land. Entweder sind die ja, die Uniformen sind relativ groß. Sonst hätte ich jetzt irgendwie nicht so... sonst hätte der andere nämlich, oder Blaskowitsch, nicht in die Uniform des anderen gepasst. Aha, aha. Ein total schöner Ort. Extrem schön. Wenn du das Messer siehst, musst du dich umdrehen. Nach unten sehen und ihm aus dem Weg gehen. Bitte. Oh Gott.
Halt dich fern von ihm. Klar? What? Verstanden. Sie war mitten im selben Zug. Da ist kein Mädchen. Bitte, bitte. Sie hat kurze Haare und ein Muttermal auf der linken Wange. Wollen Sie überleben? Vergessen Sie sie. Aber bitte, bitte. Vergessen Sie sie. Fragen Sie nicht mehr. Ich bin hier, um Gottes Fehler auszubügeln. Sie sind nicht Schlaumann. Sie sind Abweichler. Wie Krebsgeschwüre müssen sie herausgeschnitten werden, bevor sich der Krebs im ganzen Körper ausbreitet und alles abtötet. Ich bin ihr Schirm. Meine Peitsche ist mein Instrument. Wenn sie tun, was ich ihnen sage, und beweisen, dass sie der Gesellschaft wieder nutzen können, haben sie die Chance, wieder zu leben. Aber sie haben gehofft, sie und vielleicht. Im Zug? Kann sein. Es waren viele im Zug. Diese Engel. Diese dumme Kuh. Toll. Ein beschauliches Klo. Da freut man sich ja, wenn man mal muss. Sieh dir den Riesen an. So viele Muskeln, wie für den Kampf geschaffen. Sind Sie Seth Roth? Ich weiß nicht warum, aber Sie wissen, dass ich Seth Roth bin. Sie sind ein Dirty Shoot. Die Quelle der Technologien des Regimes. Ich bin hier, um Sie zu retten. Sie sind hier, um mich zu retten? Das ist wundervoll. Er will mich retten. Ach so, dann retten Sie ihn und gehen Sie wie der Riese und verschwenden Sie nicht Ihre Zeit. Ich habe geschworen, die Geheimnisse der Dirty Shoot nie zu verraten. Scheiß auf Ihren Schwur. Menschen sterben. Der Widerstand braucht Sie. Also eine Art Handel. Meine persönliche Freiheit für die Geheimnisse, die ich zu hüten geschworen habe. Ich opfere meine Ehre auf dem Altar der Gerechtigkeit. Nun geben Sie mir einen Moment Bedenkzeit, Riese. Guten Abend, Gefangene. Hier spricht Lagerdirektorin. Hier ist mein Vorschlag. Erst helfen Sie mir, dieses Lager zu schließen. Dann werde ich Ihnen und Ihren Kameraden wahre Macht zeigen. Abgemacht. Ich habe daran etwas gearbeitet. Diese Maschine, sie wird von gestohlener Technologie der Dirty Shoot angetrieben. Ich kenne sie sehr gut. Nun hiermit, nicht so hinstarren, hiermit kann ich diese Maschine steuern, die Tore öffnen und alle Gefangenen befreien. Es fehlt nur ein einziges Teil. Und das wäre? Die Energiequelle. Also die Maschine. Das heißt, ihre elektrischen Systeme laufen mit einer detronischen Batterie. Sie finden sie in der Reparaturwerkstatt im Kommandogebäude. Es liegt in einem anderen Block, Block 6. Schalten Sie die Sicherheitssysteme an den Ausgängen aus. Dann können Sie es zu Block 6 schaffen. In den Wachunterkünften gibt es eine Steuereinheit. Sie kontrolliert die Sicherheitssysteme. Finden Sie einen Weg hinein. Lokalisieren Sie die Steuereinheit, schalten Sie die Systeme aus und kehren Sie zurück. Ja, toll. Nichts einfacher als das, Herr Ross. Und du bist? Sie, Seths Freund. Sie sind ein kräftiger Mann und sind offensichtlich noch nicht so erschöpft. Habe Sie mit Seth sprechen sehen. Es gibt da eine Wache in den Wachunterkünften, die sie das Messer nennen.
holt Gefangene zu sich und foltert sie. Dann wollen wir den mal töten, ne? Ich bitte Sie nur darum, das Richtige zu tun. Ja, ja. Töte das Messer. Was für ein Gestank hier drin. Rüstung. Was hier nicht so rumliegt. Oh. Ach, bitte. Hygienisch. Aber es sind ja nur Tote. Da leuchtet doch was. Was leuchtet denn da? Ach, Rüstung. Naja, aber immerhin. Besser als nichts. Gut versteckt, die Rüstung. Frag ich mich, wieso. Wie es darunter rieselt. Echt toll. Oh. Dachtest wohl, du könntest dich in mein Haus schleichen, was? Solche Dreistigkeit habe ich von Ungeziefern wie dir noch nie gesehen. Unglaublich. Ha. Mistkerl. Da denkt man, man wüsste, wie ein Insekt denkt. Und was von ihm zu erwarten ist, doch weit gefehlt. Du erbärmliches Stück Scheiße. Ich werde jede einzelne Kakerlake zertreten. Oh, ich bin gerade echt mehrmals zusammengezuckt. Raus aus dem Verbrennungsofen. So. Widerlichen Mistkerle. Hier unten sonst noch was? Ja, da hinten liegt noch was. Der arme Hund. Ohne Mist, der arme Hund. Kommen wir denn hier hin? Aber ich würde sagen, hat er uns echt in so einen Verbrennungsofen gepackt. Schweinehund. So, den hätten wir auch. Oh, ich mag gar nicht hinhören. Hier ist dann also nichts weiter. Dann mal schnell da hoch. Vielleicht können wir den Guten noch retten. Da oben. So. Lag da gerade was? Oh Mann. So. Etwas ungestüm war ich da unterwegs, aber es hat ja trotzdem geklappt. So. Ist hier sonst noch was? Na, sehr viel Medizin hier. Unglaublich. Hat sich gelohnt, hier reinzugehen. Na gut. Oh, es schreit gar keiner mehr. So, den hätten wir erledigt.
Also. Sehr schön, den hätten wir. Mistkerl. Ja, hast du davon. Ja, da kamen wir tatsächlich zu spät. Gut, dann gehen wir hier mal weiter. Vorne ist eine. Ich glaube, der ist allein. So. Das muss es sein. Die Steuereinheit für die Sicherheitssysteme. Kroatisches Luxushotel auf dem ersten Platz. Zagreb, 7. November. Eigentlich heißt es doch Zagreb, oder? 7. November 1960. Haben Sie Lust auf einen entspannenden Urlaub? Dann dürfte die Perle des Mittelmeers, das beste Luxushotel Kroatiens, ein Blick wert sein. Die Anlage wurde in der letzten Ausgabe des beliebten Magazins Reisen zum besten Urlaubsziel der Welt gekürt. Die Perle des Mittelmeers befindet sich in der wunderschönen Stadt Rabat, direkt an der strahlend blauen Adria in einem Gebiet, das berühmt ist für seine weißen Steinstrände. Ja, immerhin da. Faulpelz? Ach so, sitz nicht rum, Faulpelz, mach mit. Ja, genau. Einer von ihnen bleibt wachsam. Aha. Njam, njam, njam. Lecker Hundefutter. Okay. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Ja, gut, dann können wir hier das mal aktivieren, ha? Können wir sonst noch was lesen? Nö. Sicherheitssysteme ausgeschaltet. Muss Set finden. Bestens. Dann wollen wir mal den Set suchen. Pack das Messer weg. Na, geht doch. Oh, die Engel geht mir auf den Keks. So, wo ist denn der Set? Da ist er nicht. Hier leuchtet auch kein blauer Punkt, ne? Set. Da ist er. Manchmal muss man auf andere Weise Widerstand leisten als mit Gewalt. Die kleinste Veränderung der chemischen Zusammensetzung destabilisiert das Gemisch. Die Struktur erodiert, sie schimmelt. Ah, Sicherheitssysteme? Erledigt. Wow, Riese. Wie heißen Sie eigentlich, Junge? Blaskovic. Blaskovic, ja, Blaskovic. Also, die Sicherheitssysteme sind ausgeschaltet. Sie können dieses Tor passieren und zurück durch die Fabrik und das blaue Tor zu Block 6 gehen, wo das Kommandogebäude liegt. Schleichen Sie rein und holen Sie die detronische Batterie. Bitte beeilen Sie sich, bevor jemand merkt, was Sie getan haben. Ich wünsche Ihnen Glück. Was meinen Sie? Viel Glück. Was meinen Sie? Gut, die detronische Batterie holen wir uns in der nächsten Folge. Also, bis dahin. Ciao.